Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom FIFA 16 Karrieremodus. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Wir spielen heute gegen Darmstadt. So, ich hoffe, euch wird es gefallen. Wenn ja, gerne lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich richtig freuen. Und wir spielen heute im DFB-Pokal gegen Darmstadt. Sollte eine relativ einfache Partie werden. Hoffe ich zumindest. Aber ihr wisst ja, der Pokal hat so seine eigene Regel manchmal. Und wir versuchen, so gut wie möglich, den Gegner jetzt hier frühzeitig zu stören, den Ball abzufangen und Tore zu machen, ne? Na, da kommt Sturridge nicht hin. Heute eine Aufstellung, Sturridge im Sturm, linker Stürmer, Lewandowski, Robben auf rechten. Und den hält er. Schöner erster Schuss. Versuch hier von Sturridge. Warum nicht? Der kann eigentlich auch mal reingehen, ne? Lewandowski wäre so durch gewesen. Heute Kimmich mit auf dem Feld. Ganz genau. Wurde ja gefragt, kann ich den nicht mal ein bisschen spielen lassen? Ja, machen wir mal. Heute im DFB-Pokal gegen Darmstadt. Ich hoffe, dass das kein Fehler ist. Alaba hinterher. Seiler ist sehr schnell. Flanke aber fast ins Tor. Da muss Manuel Neuer noch parieren, damit es nicht hier noch schlimmer ausgeht. Erster Versuch mit einer Flanke, schon fast ein Tor. Ah, da wird Lewandowski gedoppelt. Der Ball prallt ab. Es gibt sogar die Ecke. Okay. Oh, wie schade. Mann, Lewandowski! Und jetzt hier die Chance. Arjen Robben. Bam! Schön rübergelegt. 45. Minute. Und es steht da. Robert Lewandowski. Sehr, sehr gut. Robben läuft, holt sich den Ball. Weiß, das ist nicht seine Seite und legt den Ball nochmal schön ab, damit Lewandowski, der da frei steht, das Ding reinhämmern kann. 1:0. Keine überragende Leistung. 1:0. Aber ist in Ordnung. Da haben wir uns den Ball auch irgendwie geholt, aber wurde eh abgepfiffen. Von daher, kurz vor Schluss nochmal den Lilien hier, naja, ein bisschen Probleme bereitet. Lewandowski schon recht angeschlagen. Gucken wir gleich mal. Rosenthal für Seiler. Alles klar. Anstoß, zweite Halbzeit. Wir liegen 1:0 in Führung. Und da hoffen wir, dass das auch so bleibt. Oder wir sogar noch ein bisschen was drauflegen können. Och, nee, ey. Der Keeper ist extrem stark. Extrem stark, der hält alles. Aus der Entfernung ist es... Ich wollte es aufs lange Eck ziehen. Schön gehalten, der Schuss. Den hätte ich vielleicht noch irgendwo versuchen können abzulegen. Ich habe aber in dem Moment Tunnelblick gehabt. Ich konnte da keinen sehen. Oh, was ein Ding! Alter Schwede, Sturridge! Der zögert da nicht lange, der wartet den richtigen Moment ab und ballert den dann schön Volley rein. Pam! Was willst du da machen? Was willst du da machen als Keeper? Wenn dir da so ein Ding an den Kopf geflogen kommt. Alter Falter, sehr schönes Ding. Anstoß. 2:0. Sehr schön. Rafinha kommt da nicht ran. Wir gucken mal, ob wir jemanden auswechseln können. 64 Minuten rum. Robben, der sieht schon ein bisschen müde aus. Lewandowski, Sturridge. Ja. Wir können mal hier Coman reinbringen. Und Müller vielleicht auf rechts, weil Robben auch sehr unfrisch ist. Zwei Auswechslungen. Eins zu zwei. Alter Schwede. Oh Mann. Ich habe probiert, den Ball da irgendwie abzulaufen. Dann haben sie richtig gut gemacht. Scheiße. Jetzt der Anschlusstreffer. Das ist gefährlich.
Oh, Backe. Da die Nummer 17. Ist es Boateng? Wer ist die Nummer 17? Ich weiß es nicht. Das sah nicht gut aus. Da kannst manchmal gar nichts machen, ne? Weil du den Ball gar nicht so schnell dann siehst. Und jetzt werden sie nochmal wieder heiß. Das ist gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Boom! Direkt die Antwort! Von Coman! Super! direkt die Antwort. Ich glaub's dir nicht. Sehr stark. Rübergelegt. Costa. Coman mit dem Finesse-Schuss. Oben rechts rein. 3:1. Gut, gut, gut. Sehr schön. Die Pille. Oh, Coman. Ah, shit. Zu eigensinnig hätte ich auf Sturridge runterlegen können. Gibt jetzt hier die Ecke. Müller. Er geht gar nicht zum Ball. Ich kriege ihn gar nicht richtig hingelenkt. Schade, schade, schade. Jetzt. Kimmich. Oh Mann. Alles klar, wir sind noch in Überzahl. Aufpassen. Oben. Abgewehrt. Und vorbei. Ja, das gewinnen wir hier nochmal. Ein Ehrentreffer für Darmstadt. Aber das haben wir hier noch ganz gut gemacht. Für mich der beste Mann auf dem Platz. Auf gegnerischer Seite ist Matenia. Richtig krass gehalten. Der hat hier richtig viele Paraden rausgeholt. Hä? Sekunde. Gucken wir mal die Bewertung. Auf Darmstadt. 6,9 ist der beste Mann, soweit ich das sehe. Ihr könnt es ja sehen hier, Paraden, 8. Wie viele Schüsse hatten wir? Schüsse aufs Tor, also wir hatten einige, ne? 2, 4, 6. Also wir hatten weniger ja. 9, also er hat fast alles gehalten, was wir raufgeschossen haben, aber trotzdem 3 Dinger reingekriegt. Interessant, er hat 8 Paraden gehabt, wir hatten aber nur 8 Schüsse aufs Tor. Eigentlich dürften wir kein Tor haben. Die Statistiken sind nicht immer ganz so richtig, aber egal. So, das heißt, wir treffen als nächstes auf Borussia Dortmund, wenn ich das richtig sehe. Okay. Interessant. Turnierpreisgeld 527.000 und Sperre ist auch abgelaufen. Sehr gut. Unser nächster Gegner, oh shit, ist jetzt Hannover 96. Das heißt, für uns... Spielerverlust droht. Kirchhoff läuft bald aus. Sollte ich vielleicht verlängern, ne? Weihrauch auch. Okay, verlängern wir mal. So. Kirchhoff. Geben wir ihn auch 2 Jahre. Künftiger Stammspieler. Ja, okay. Und dann heißt die nächste Folge gegen Hannover 96. Da müssen wir schauen, wie wir da spielen. Muss die Aufstellung mir nochmal angucken, dass wir frische Spieler auf dem Platz haben. Hannover 96 auf Platz 9 mit 20 Punkten, das ist gar nicht mal so schlecht. Eigentlich sogar richtig gut. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, das wäre richtig cool. Bis zum nächsten Mal.